Ja, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Clash of Clans und ja, heute gibt es wieder ein bisschen was zu zeigen auf jeden Fall. Und zwar bin ich jetzt erstmal Level 102, wie ich sehe. Ich glaube, letztes Mal war ich das ja noch nicht. Und außerdem habe ich gehört, dass jetzt so ein Event sein soll, weil Clash of Clans 6 Jahre alt geworden ist. Ist auf jeden Fall auch eine krasse Zahl, muss ich ja mal sagen, ne? So 6 Jahre ein Mobile Game. Ja, ist schon ziemlich heftig und ja, vielleicht gucken wir uns das gleich mal an. Jetzt würde ich aber sagen, gucke ich erstmal hier. Ich habe nämlich noch eine Belohnung verdient, letztens in dem Kampf. Ich habe ja noch ein paar Kämpfe gemacht, irgendwie auch offscreen. Wie gesagt, ich war ja dann wieder nach der letzten Aufnahme, die 2 Tage später, ziemlich aktiv. Danach dann halt nicht mehr, ne? Aber ja, dafür habe ich doch einiges geschafft. Und naja, ich fordere das mal ein hier. Was haben wir denn hier noch so? Das können wir bald machen, Kriegsheld. 10 Sterne für deinen Clan. Ah, das ist sogar bald der Fall. Können wir bestimmt machen. Und Alter, diese Zahl hier einfach, ne? Hier einfach so 10 und da so ja, 1,5 Millionen oder 15 Millionen. Ich weiß es gar nicht. Ja, das sind sogar 15 Millionen, Schatzmeister. Ach du Scheiße. Ja, jedenfalls ist das schon ziemlich heftig. Ah ja, hier, guck mal, da sind wir auch auf Level 8 bald. Dann kriegt man ja auch gleich wieder 50 Dias, ne? Oder 50, ihr wisst schon, Smaragde, wie man es auch nennen will. Ja, dann sammle ich hier mal die Sachen ein, ne? Hier, das muss ich mal wieder fixen. Ach so, das wollte ich jetzt nicht. Ich kaufe mir bestimmt keine Juwelen, ne? Bei 6.900. Ich bin bald schon wieder auf 7.000, ne? Guck mal hier vor allem, da kommen wir wieder sehr nah dran hier mit der Juwelenkiste. Und, ja, was haben wir hier noch? Okay, irgendwelche Wiederholungen und so. Ah, hier im Clan. Ich weiß gar nicht, ist es hier überhaupt... Ist ja ein Clankrieg gerade im Gange oder irgendwie sowas? Ne, Krieg ist zu Ende, naja gut. Ja, was haben wir hier so? Ich brauche Verstärkung. Ja, spenden wir mal hier 3 Riesen, ne? Würde ich mal sagen. Ah, da müsst ihr gleich wieder ausbilden. Wäre zumindest schön. So, was haben wir noch? Schnelle Truppen. Okay, keine Ahnung, was der jetzt damit meint. Aber Riesen sind es bestimmt nicht. Na, ich spende einfach mal ein paar Bogenschützen, ne? So, mache ich mir mal wieder zurück. Ah ja, und ich müsste sowieso mal wieder ein bisschen was ausbilden, weil ich zurzeit nicht so viel Zeug habe. Beziehungsweise da ist noch frei hier was, ne? 31 übrig und ja, da können wir noch ein bisschen was hinzufügen, ne? Letztens hatten wir hier den, das mit den, wie heißt's, Schweinereitern, genau. Und das ist jetzt vorbei und habe ich mir jetzt eben wieder was anderes ausgesucht hier als Deck und so. Und ja, hier haben wir wieder Clanspiele, okay. Ach lol. Das hier ist jetzt das Event, sag ich mal. Sammlerschub für ein Juwel. Wir feiern unseren 6. Jahrestag, verdopple deine Produktionsrate. Beschleunige Ressourcensammler für jeweils nur ein Juwel. Einen Juwelen. Ja. Aber gut, das ist wieder ein Übersetzungsfehler oder so, ne, weil das ja eigentlich Englisch ist. Ja, interessant. Wir können also... das sehr, sehr günstig beschleunigen. Finde ich auf jeden Fall cool. Sonst hatten die, glaube ich, auch öfter mal solche Ereignisse. Ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt auch wieder irgendwelche Geburtstagstorten oder so, die du hier abbauen kannst, ne? Irgendwie sowas. Ah ja, stimmt hier. Das noch zum 5. Jahrestag, ne? Von letzten Mal. Das ist auf jeden Fall auch interessant. So, und ich glaube, ich baue halt einfach mal ein bisschen Bäume hier ab und so. Das ist ja eigentlich auch noch sehr viel Gold, was wir hier rumliegen haben, ne? Ja, guck mal, man kriegt da immer 75.000 Gold raus. Und ich muss mir die ja nicht alle aufheben, ne? Also, ja, es wird mal Zeit, meine Base aufzuräumen. Auch die Gräber da mal wegmachen und so. Ja, damit hier vielleicht auch mal wieder was nachwächst, ne? Das wäre schon schön. So, dann hier Silvester, Feuerwerklager. Ne? Da kriegen wir, glaube ich, einiges an Gold raus, muss ich ja sagen. Schätze ich mal. So, da ist jetzt nur die Frage, was lassen wir stehen? Und oh, da kriegen wir sogar, glaube ich, ziemlich viel EP. Vor allem Silvester, ey, das ist ein halbes Jahr her, aber naja, egal, ne? Nehmen wir einfach mal mit. Ja, damit wir es endlich mal hier einsammeln, ne? Auch die Goldbäume und so. Ja, und dann mal schauen, Glücksbaum. Ja, so diese Weihnachtsbäume hier will ich nicht kaputt machen. Ich glaube, der ist von 2015, ich weiß es gar nicht. Ich habe, glaube ich, noch welche von 2015 oder die hier sind von 15. Und, ah ja, der hier ist, glaube ich, von 2017. Ich weiß es gar nicht. Wir haben auf jeden Fall 3 Sorten. Aber von 14 habe ich keinen mehr, das weiß ich. Ja, also ich möchte einfach mal wieder ein paar Slots haben, dass ich hier, ja, mal wieder ein bisschen was bekomme und so. Also, dass mir wieder was nachwächst. Das wäre schon eine nette Sache, ne? Und ich muss auch mal meine Base ein bisschen kompakter bauen, damit ich eben hier mehr Freifläche habe, wo überhaupt was wachsen kann. Ja, das wäre halt auch mal schlau eigentlich. Und,
ja, ich habe mich halt bisher darum nie gekümmert irgendwie. Es ist immer komplett untergegangen und ja, keine Ahnung. Hier haben wir noch das Halloween-Hindernis. Ja, da können wir aber auch hier hinten die eigentlich mal abbauen. Ne? Dauern dann 30 Sekunden. Ach so, und ich muss ja auch nicht warten. Ich kann die ja hier auch gleichzeitig machen. Oh Mann, vergesse ich immer, ne? Weil ich das mit der anderen Zweitbase da verwechsel. So, ja, da machen wir den Glücksbaum hier unten halt auch nochmal weg, ne? Dann vielleicht hier. Obwohl, das kann bleiben, da gucke ich eh nie hin. Machen wir das nochmal weg und das da. Ja, komm, ich mach die jetzt mal alle hier weg, ne, würde ich sagen. Weil sonst haben wir die ewig hier. Da räumen wir heute einfach mal ein bisschen auf. Ich werde aber gleich auch noch einen Angriff machen unten im anderen Lager, ne? Das wäre ganz gut. Und Alter, wie viel EP wir schon wieder haben. Ich glaube, wir haben schon wieder einen guten Fortschritt gemacht, die Folge jetzt, ne? Ja, ach, hier sind ja auch noch Weihnachtsbäume, genau. Ah, die muss ich eigentlich auch nicht alle stehen lassen. Hier haben wir übrigens noch einen Kürbis von 2016, glaube ich, soweit ich das weiß. Das hier ist von 2017. Ja, interessant. So, da ist jetzt erstmal das Ganze hier weg. Ich würde sagen, jetzt geht's mal ins untere Dorf. Da müssen wir ja auch noch einiges aufräumen. Ja, das mache ich natürlich hier wieder mit Uhrenturm, ne? Würde ich sagen. Ja, das geht dann immer schön schnell. Da kann man mal hier eins nach dem anderen anklicken. Das ist eigentlich eine gute Sache. Nicht so wie oben, aber oben haben wir halt mehr Bauarbeiter, was natürlich auch von Vorteil sein kann oder ist von Vorteil definitiv. Und ja, ich hoffe mal, dass ich es gleich noch schaffe, einen Angriff zu machen hier kurz, ne? Das wäre schon mal schön. So, zack, und mal sehen, was wir dann nächste Folge machen. Ich denke mal, da werden wir dann noch den Jahrestag so ein bisschen nutzen, je nachdem. Ja, bauen wir mal das hier ab und dann geht's ab zum Angriff, würde ich sagen. Okay, ja, sollten wir auf jeden Fall schaffen, diese Folge noch wieder mit unserem Barbarendeck hier. Ja, ich denke mal, das wird auf jeden Fall lustig. So, das kommt dahin, würde ich mal sagen. Naja, wir können ja hier noch ein paar drauf locken. Dann da, naja, es ist wieder blöd mit den Hammern hier, ne? Ja, das war natürlich so jetzt auch nicht beabsichtigt. Also, dass hier wieder überall Hammer stehen, aber naja, kann ich halt auch nicht ändern. So, mal sehen, wie viel Prozent ich krieg. Na, könnte was werden. Ich schick mal alle Bauern da los. Oder Barbaren, besser gesagt. Ja, und jetzt plättet er mich. Oder nee, noch nicht. Aber ja, die Kampfmaschine ist jetzt auch schon kaputt. Aber wir haben noch 2 Sterne bekommen. Sehr schön. Ja, hätte ich gar nicht mehr gedacht jetzt. War schon relativ knapp. Aber immerhin, würde ich sagen. So, aber komm, ich gehe jetzt auf Beenden, ne? Da müssen wir jetzt hier nicht noch warten. Auf den einen da, bis der fertig ist. Und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay. Haben wir mal einen Win abgeholt und. Ja, dann können wir hier das noch abbauen. Dann sind wir auch komplett durch hier mit Aufräumen für diese Folge. Mal sehen, was ich jetzt so mache noch. Kann man hier eigentlich auch das Ganze nochmal schieben mit Juwelen? Ich glaube nicht. Aber naja, das wäre auf jeden Fall cool. Naja, dann machen wir es halt irgendwie anders oder so. Und ich muss mir jetzt erstmal wieder ein bisschen Gold farmen. Ich denke mal, das machen wir nächste Folge noch. Dann danke fürs Zusehen. Bis dann und tschüss.